Ciao, 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 meine YouTube-Freunde, Schalker-Freunde und Sportskameraden. Ja, da ist der wichtige Sieg, den wir uns alle erhofft haben. Die 3 Punkte gegen den VfB Stuttgart. Da bin ich einmal mit Andreas im Stadion und René, der uns die Karten ermöglicht hat. Erstmal nochmal vielen Dank, René. Wirklich, du bist Hammer, ein Hammertyp, ehrlich, top, top. Danke nochmals. Ja, zum Spiel. Erste Halbzeit. Ich glaube, da gibt ihr mir alle recht. Verdiente 2-0-Führung. Verdiente 2-0-Führung. Standen hinten stabil. Erstmal war ich überrascht, dass auf der linken Seite Matriciani angefangen hat. Wirklich, Matriciani, linker Verteidiger, ist auch nicht seine Position. Aydın auf der rechten Flügel, das war mir okay. Habe ich damit gerechnet. Ich hätte aber auch gerechnet, Aydın auf links und rechts vielleicht der Greimel oder auf rechts der Matriciani, aber okay. Erste Halbzeit, Matriciani hatte auf der linken Seite ein bisschen Probleme. Die Stuttgarter kamen ab und zu über die linke Seite, wo Matriciani da war. Da fand ich Matriciani jetzt nicht so berauschend, muss ich sagen. Das ein oder zweimal hat er sich da wirklich überlaufen lassen. Aber stabil waren wir trotzdem hinten defensiv. Nach vorne, hey, über die Flügel haben wir die Tore gemacht. Erstmal der Frei zum 1-0, hat er sich über links richtig schön durchmarschiert, die linke Seite, dann mit links reingeflaggt und der Drechsler mit Wucht, mit dem Kopf zum 1-0, oh, nach 10 Minuten, ey, mein Herz, bam. Und dann kam der 2-0, hey, wir haben einen Brasilianer in der Mannschaft, Bultinho, macht da 2-0 mit der Hacke. Unglaublich, unglaublich. Da hatten wir noch, bevor der Tor passiert ist, hatten wir noch mit dem Andreas geredet. Ey, Andreas, weißt du noch, hat der Andreas gesagt, Entschuldigung, nicht ich, sagte der Andreas, ey, weißt du noch, wo der Bülter mit der Hacke ein Tor macht? Wir haben nur gefragt, gegen wen war das? Ey, 5 Minuten später macht er das Tor mit der Hacke. Aber wirklich ein wunderschönes Tor. Auch die Vorlage von Salazar, wie der sich über rechts durchgesetzt hat, reingebracht hat und dann macht Bultinho da 2-0. Gehen wir verdient mit 2-0 in der Halbzeit. Zweite Halbzeit, da war nur noch Kampf. Nur noch Kampf von unserer Mannschaft. Nach vorne ging, muss man sagen, fast gar nichts mehr. Da war wirklich ein dreckiges Spiel. Dreckiges Spiel von uns. Da musstest du wirklich kratzen, beißen, laufen, kämpfen. Da war alles drin. Das war Abstiegskampf pur. Die Jungs haben den Abstiegskampf angenommen und wirklich sich da durchgefightet. Dann kam das Anschlusstor von Stuttgart. Unser lieber Fährmann, muss ich sagen, ey, sorry, Torwartfehler, ist so, Torwartfehler. Hat aber 5 Minuten später seine Sache wieder gut gemacht, wo der auf der Linie wirklich klasse gehalten hat, dieser Reflex. Hat da seinen Bock wieder gut gemacht, muss ich sagen. So hast du Stuttgart wieder kommen lassen. Und dann war das nur noch ein Zitterspiel bis zur 95. Minute, wirklich, boah. Und dann, wo der Schiedsrichter abgepfiffen hat, oh, da waren wir alle so glücklich. Die Arena ist aus allen Nähten geplatzt. Da hat man die Erlösung gespürt. Ich sag ja, dieser dreckige Sieg hat uns gefehlt. Und jetzt sind die andere Mannschaft, hier nochmal die Tabelle, Jetzt haben die alle hier, sausen. Hier, wie sagt man, ich weiß nicht mehr, wie man das sagt. Aber jetzt sind wir dran. 3 Punkte. Bis zum 14. 4 Punkte. Wer uns schon in der zweiten Liga gesehen hat. Jetzt kommen wir, fahren wir am nächsten Woche Samstag nach Bochum. Das wird auch wieder ein heißes Duell. Aber jetzt genießen wir erstmal diesen Sieg, diesen verdienten Sieg. Erkämpften Sieg. Der geht so runter wie Öl, wie Öl, wie Öl, wie Öl. René, nochmal Dankeschön. Andreas, wir haben kein Stadionverbot von René. Alles klar, schreibt in die Kommentare, wie ihr das Spiel gesehen habt. Freut euch auf den Vlog, den ich gemacht habe. Die Live, nicht Live-Rätschen, den Vlog. Aber ich muss mir erstmal heute Abend mich hinsetzen in Ruhe. Muss ich auch noch schneiden und so alles. Das wird ein bisschen dauern. Kann sein, dass er erst Sonntagnachmittag kommt. Aber freut euch schon drauf. Aber hat Bock gemacht. Hat Bock gemacht. So, ich sag ciao, ciao, arrivederci, Glück auf, euer Schalker.